herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, meine Lieben. Heute habe ich mal wieder einen Haul für euch und zwar war ich ein bisschen shoppen, aber nicht viel. Ich war im Rossmann und danach ging es gleich noch zu Teddy, weil er nebendran war und deswegen zeige ich euch meine kleine, aber feine Ausbeute. Viel Spaß! In the dark we stand apart, we never see that the things we need. Wir beginnen natürlich mit dem Rossmann, da war ich nämlich auch zuerst und wir waren da, weil ich in einer Gruppe bin, die heißt, ich habe was Veganes im Supermarkt gefunden. Die ist sehr hilfreich und sehr cool, falls auch jemand von euch vielleicht diese 30-Tages-Challenge macht oder generell einfach vegan leben möchte. Und ja, ich habe da einfach viele Bilder gesehen, die mich sehr angesprochen haben und bei denen ich echt dachte, das musst du auch haben. Und deswegen ist Jutta losgedackelt und hat mal geschaut, was es denn so gibt und was ihr auch schmecken könnte. Als erstes duften mit von Ena Bio die Schoko-Cookies. Ja, was soll ich dafür dazu sagen? Cookies sind mega, mega lecker und haben mir auch schon gefehlt. Ich weiß, ich mache es jetzt erst knapp 3 Wochen, aber das reicht für mich. Und ich bin mega gespannt, wie die schmecken. Dann steht eigentlich in dem Kochbuch von Attila Hildmann, dass man auf jeden Fall Matcha sich kaufen soll. Matcha ist Tee, ganz fein pulverisiert, kommt aus Japan, so viel ich weiß, und ist mega teuer. Also als ich geschaut habe, wie viel das kostet, sind mir fast die Augen rausgefallen. Das kostet so zwischen 10 und 20 Euro. Jetzt haben wir aber einen Kräutertee bei Rossmann gefunden mit Matcha drin. Also da steht frische Grün- und Kräuterteemischung mit Japan-Matcha. Also ist wenigstens ein bisschen Matcha drin. Ich bin gespannt, wie es schmeckt und ob es einen wirklich so fit macht. Denn der Attila Hildmann, der schwört da mega drauf. Er behauptet, dass der einen viel wacher macht als Kaffee und es einem da auch viel besser geht und man nicht so einen Down hat wie beim Kaffee. Ich bin mega gespannt, ob die kleine Menge Matcha, die da drin ist, ausreicht und hilft. Ja, schauen wir einfach mal. Hat auf jeden Fall viel, viel weniger gekostet. Dann durften mit die Gemüsechips auch von Ena Bio. Die fand ich einfach interessant. Ich wollte echt einfach mal wissen, wie sowas wohl schmeckt. Und zwar ist da rote Beete drin. Was ist denn da noch so drin? Karotte, Süßkartoffel, Pastinake und rote Beete. Genau, das ist da alles drin. Es ist vegan, da steht auch extra vegan drauf. Ich hoffe, ihr hört mich gut und dass dieses Mikro dieses Mal nicht rumspinnt. Wenn doch, dann schmeiße ich es danach weg und es war wirklich das letzte Video, in dem ihr eine blöde Qualität von Stimme habt. Genau, also das hat mich einfach mal interessiert, bin ich auch mega gespannt drauf und die sind einfach mal so zum Snacken eben da, wenn man mal Bock hat vom Fernseher oder so. Dann durfte mit die Nuss-Nougat-Creme, auch von Ena Bio, auch vegan. Ja, einfach als Nutella-Ersatz. Wir haben zurzeit eh keinen Nutella mehr da gehabt und ich hatte einfach mal Bock, mir ein schnelles Frühstück zu machen, denn es macht einfach keinen Spaß, jeden Tag wirklich 10 Stunden in der Küche zu stehen, nur um was essen zu können. Und ja, genau, probieren wir das mal. Geben wir dem mal eine Chance. Dann, und das war der Grund, warum ich überhaupt los bin, waren die vegane Reis-Nougat-Crisp-Schokolade mit Kakaosplittern. Genau. Die wurde extrem gehypt in dieser Gruppe, also ich habe sehr viele Bilder davon gesehen und es wurde auch oft gesagt, dass die mega lecker sein soll. Ich bin übelst gespannt drauf und wir probieren die jetzt gleich mal, weil ich es echt nicht mehr abwarten kann. Ich möchte wissen, wie die schmeckt. Also Nougat ist eigentlich nicht ganz so mein Fall, aber mal sehen. Wenn es vegan ist und ja, da schmeckt eh alles ein bisschen anders. Also die Konsistenz ist schon mal anders, ein bisschen weich, riecht extrem nussig. Ist da Nuss drin? Aber wahrscheinlich wegen dem Nougat. Ich bin intelligent. Mhm. Sehr, sehr, sehr süß. Mhm. Doch, kann man auf jeden Fall essen. Die waren natürlich auch nicht ganz günstig, also die veganen Schokoladen sind alle nicht wirklich günstig. Und da die aber so süß ist, würde mir, glaube ich, ewig reichen.
ist mal eine richtig mega geile Alternative zur normalen Schokolade, die ich nämlich tafelweise fressen könnte. Naja, das kann man schon nicht mehr essen nennen. Und ja, da reichen mir vielleicht so ein, zwei Stückchen. Ja, also sie ist auf jeden Fall okay. Wer sehr süß mag und wer vielleicht weniger Schokolade in Zukunft essen möchte. So, dann hat Patty noch diese Goldbeeren mitgenommen, falsch rum aufgerissen. Und zwar hat der Finn im Auto eine Packung davon gegeben. Die sind nur für Finn im Moment, weil ich glaube, dass da Gelatine drin ist. Bin mir ziemlich sicher. Und das dürfen wir gerade nicht essen. Und ja, die sind einfach praktisch, weil Finn kann nicht eine ganze Tüte essen und soll es auch nicht, um Gottes Willen. Und deswegen sind einfach so kleine Tütchen mega praktisch. Da gibt man ihm einfach so eins in die Hand im Auto und dann ist er glücklich. Des Weiteren hatten wir noch einen Volvic-Tee gekauft. Ich finde den mega geil, den Pfirsich-Tee. Der ist aber unten, weil ich Durst hatte. Dann haben wir den einfach kurz gekauft und ein kleines Spielzeug. Denn Finn wird am Montag geimpft. Und wir dachten, wir geben ihm zur Belohnung ein kleines Spielzeug, dass er merkt, so schlimm war es gar nicht. Und weil wir ein schlechtes Gewissen haben, natürlich, er wird uns da vielleicht jetzt nicht mehr so vertrauen, weil bis jetzt ging er immer noch sehr gern zum Arzt und das wird sich dann wahrscheinlich ändern. Jetzt kommen wir mal zum Teddy und da ist es eigentlich, also wollte, Haspel. Eigentlich wollten wir gar nicht in Teddy, aber da er daneben war und ich mal was gucken wollte, was es dann sogar wirklich gab, genau, sind wir eben da reingegangen. Und zwar ging es um dieses Aufzuchthaus. Ich dachte, es gibt bestimmt da so ein kleines Aufzuchthaus für ja, so kleine Setzlinge. Wir haben ja einen Garten, wie ihr wisst, und ich möchte da ein paar Paprika und ein paar Tomaten anpflanzen, die einfach nicht viel Arbeit machen. Und da muss man die einfach am Anfang, gerade die Samen, bis sie richtig gekeimt haben und so, in sowas reinmachen. Oder man nimmt einfach auch eine ganz normale Schüssel, macht Frischhaltefolie drauf. Das wäre genauso gegangen, aber für einen Euro durfte das auf jeden Fall mit. Und wenn die Pflanzen dann alt genug sind, dann muss man sie trennen. Und dafür haben wir dann das hier mitgenommen. Das sind einfach so kleine Pappschälchen. Das sind 20 Stück und haben auch nur einen Euro gekostet. Habe ich eine fleischfressende Pflanze. Die habe ich jetzt auch schon einige Jahre. Und dass es noch ein paar Jahre mehr werden, habe ich mir so eine Sprühflasche mitgenommen. Denn die mag das sehr, sehr mit destilliertem Wasser eingesprüht zu werden. Weil die einfach aus dem Amazonasgebiet kommt und da ist es einfach dementsprechend feucht und deswegen brauchen die das. Dann habe ich ein kleines bisschen Stoff mitgenommen, ein paar Stoffzuschnitte, weil ich demnächst mal wieder was nähen möchte. Und zwar einmal mit süßen Sternchen drauf und einmal mit Haken. Genau, in so einer Jeans-Optik ist das und da hat 1-2 Euro gekostet. Ich weiß gar nicht, wie lang sind die denn? 48 x 50 cm sind die, genau. Und ja, ich möchte demnächst einfach mal wieder was nähen und ich fand die einfach süß und habe gedacht, Stoff kann man nie genug haben. Dann noch ein neues Maßband, weil immer, wenn ich irgendwie zum Beispiel diese Challenge jetzt mache, da sollte man sich auch ausmessen und abwiegen und alles. Und mit was sollte ich das machen? Ich habe natürlich mal wieder kein Maßband gefunden. Und jetzt habe ich einfach meins mitgenommen, weil es auch nur einen Euro gekostet hat. Und es ist natürlich auch gut, um so auszumessen. Zum Schneidern zum Beispiel. Bevor wir reingegangen sind, haben wir das hier gefunden. Das ist ein kleiner Fahrradkorb. Und Finn hat von uns sein Laufrad im letzten geschenkt bekommen. Und ach ja, er hat halt immer so zum Beispiel seine Brezel dabei. Und die muss dann jemand von uns halten. Oder will sie trotzdem in der Hand haben, aber kann sich dann nicht mehr am Lenker festhalten. Und deswegen musste ein Korb her. Ja. Genau, der hat 3 Euro gekostet, finde ich vollkommen okay. Der wird dann einfach so hingehangen und dann kann er da seine Sachen reinschmeißen, auch seine Trinkflasche zum Beispiel. Und zu allerletzt haben wir hier einen Zauberschlauch. Der war mal ganz hoch angepriesen im Pay-TV, also was heißt Pay-TV? Bei den Werbesendern, weil das eine Neuheit war und mega cool und toll. Und der hat 5 Euro gekostet. Ich bin mal sehr gespannt, ob das wirklich so ist, dass der sich wieder so von selber zusammenzieht und man wenig Platz braucht und so. Genau, einfach auch, um den Garten mal zu bewässern oder so. Oder, ja, hat Patty mitgenommen. So, meine Lieben, das war's also schon wieder mit meinem Haul. Ich hoffe, er hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht sind ein paar Sachen dabei, die euch auch interessieren würden. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was bei euch immer mit muss, wenn ihr mal in den Rossmann geht oder vielleicht auch zu Teddy. Vielleicht gibt es da auch Sachen, die ihr immer wieder kauft. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.